Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Evil Genius 2 World Domination. Wir sind immer noch dabei, Informationen über den fliegenden Teppich herauszufinden. Außerdem nehmen wir Unmengen von Leuten fest, um sie in Kürze hoffentlich wieder freilassen zu können. Und diesmal aber wirklich ohne, dass da irgendwas dazwischen kommt. Außerdem haben wir ein bisschen Stress auf der Weltkarte. Hier sind wir in Lockdown gegangen. Okay, das habe ich also komplett verpennt, wie es aussieht. Ja, dafür könnten wir hier, wenn wir noch mehr Partylöwen hätten, direkt die Gelegenheit nutzen, John Steele zu studieren. Und ansonsten ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wie mir das hier durch die Finger geflutscht ist, aber ist passiert. Definitiv. Kann man nichts machen. Gut, dann drücken wir mal auf den Knopf. Schauen, was wir tun können. Haben wir noch irgendwelche Agenten? Wir haben noch Saboteure hier rumzuhängen, okay. Gut. Das ist schön. Da freue ich mich sehr. Wie konnte das passieren? Ach, wir haben die Teile noch nicht gebaut. Ach, das ist Mist. Das ist wirklich Mist. Können wir die bitte schnell bauen irgendwie? Nein. Gott. Danke. Strom ist wichtig. Sonst entkommen hier unsere ganzen Gefangenen und so ein Spaß. Und das brauchen wir nun wirklich nicht. Das ist schön, da freue ich mich. Na, da kommen schon wieder die nächsten komischen Agenten an. So, müssen wir mal gucken. Aha, hier haben wir also einen Saboteur gefangen genommen. So, wir haben Strom. So langsam bauen wir da unten den ganzen Scheiß. Das ist gut, dann können wir hier nämlich auch wieder Strom einschalten. So, dann müssen wir mal gucken. Entschlossenheit ist noch bei 108. Ja, okay. Die müssen ja also noch ein bisschen vor sich hinschmoren. Und bevor wir da irgendjemanden freilassen können. Und die haben hoffentlich bald keinen Bock mehr. Aber die haben eine sehr hohe Entschlossenheit. Das könnte auch eine Weile dauern, bis sie keinen Bock mehr haben. Na, wir schauen mal. Okay, Strom. Wir haben Strom. Weil wir hier die ganze Reihe gebaut haben. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufs Geld schauen. Na, und dann können wir hier hoffentlich mehr Hologloben bauen. Und dann da bald mal den ganzen Kram auswechseln. Also die Ermittler sperren wir jetzt erst ein. An agent has been captured. Leave this intruder alone. If you, I want you to distract that intruder. So, schreit mal einer raus hier irgendwie, hier ins Incendio. I'm already there. Komm mal darüber. Bringen wir mal raus. Der will sich nicht rausbringen lassen. Ist sein Ernst? Ja, dann wirst du halt nochmal eingesperrt. So, dann probieren wir mal den hier. If you spot that intruder, I need raus zu eskortieren. Consider it done. Incendio. Könntest du ihn bitte rausbringen?
Da ist ein Typ. Können wir den bitte rausbringen? With grace. Den will keiner rausbringen. I will be there in a flash. Okay, irgendwie funktioniert das da nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. If discovered, don't interfere with this imbeciles. Don't you see that intruder? Distract them. Jetzt wird er rausgebracht. Ich weiß nicht, warum wir es vorher nicht gebacken bekommen haben. Ignore that intruder. Locate and destroy. Go ahead. Over and out. So, und unser Kumpel Eli muss ja auch noch hier irgendwo sein, ne? Yes. Here I come. So, und ich hoffe, dann funktioniert das jetzt mal mit dem Rauseskortieren hier. This intruder must be ignored. I need that intruder discovered and distracted. So, dann haben wir noch einen hier drin. Sitzt noch irgendjemand hier drüben rum? Nein, da sitzt keiner. Na, dann könntest du auch vielleicht mal hier angerannt kommen, Jubei. Und das erledigen. Dann hoffen wir, dass es hier vorne inzwischen keinen Stress gibt. Hast du Verdacht? Nee. Wo ist denn unser Jubei? Da kommt er. Sehr schön. If you see this intruder, ignore them. Ja, ein bisschen drehen hier. There's an intruder here. Und ablenken bitte. Ach, der rennt jetzt hier wieder irgendwo rum, ne? Und dann wird er unterwegs eingefangen irgendwie. Also sich da wieder keiner für zuständig fühlt scheinbar. Das ist ein bisschen komisch. Okay, jetzt wird er rausgebracht. Wunderbar. Das ist das Stichwort für uns. Na, zum einen hier drauf zu gucken. Okay, das sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Und zum anderen natürlich hier nachzugucken. Haben wir das schon upgradet? Nee, haben wir noch nicht. Dann starten wir den Plan. Lehrjahre. Jetzt hast du es bestätigt. Steels erste Aktion war der Aufbau eines Netzwerks von Schlägeragenten, die gegen dich vorgehen sollten. Finde jetzt das Ausbildungslager, das er tief im Rumsgebiet errichtet hat. Machen wir direkt. Da schicken wir Leute hin. Und hier werden wir in der Zwischenzeit ein paar Gegenspione hinschicken, natürlich. Da haben wir auch schon geupgradet. Das hier werden wir direkt hinterher upgraden und dann da auch gegen Spione hinschicken. So, und dann sieht die Situation hier schon wieder deutlich besser aus, wollte ich sagen. So, und diese Gegen... wie heißen die Doppelagenten? Undercover-Agenten. Die sind noch nicht mal in die Nähe gekommen und wir haben die Leute hier fast raus eskortiert. Komplett. Das ist natürlich sehr schön. Was ich machen sollte, definitiv, ist ein paar neue Arbeiter anzuheuern, weil wir gerade richtig viele verloren haben und wir hängen halt ein bisschen davon ab, dass wir Unmengen von Arbeitern hier in der Basis haben, die sich dann zu allem Möglichen ausbilden lassen. So, ihr habt doch eigentlich gar keinen Bock mehr so richtig, oder? Wie ist denn das? Has succeeded.
needed. Das ist sehr gut. Dann können wir da nämlich gleich das nächste anleiern. Ah, hier ist das. Können wir da direkt Leute hinschicken? Das kostet halt 2 Sendeleistungen. Ah, das ist ein kleines Problem. Ein ganz kleines Problem. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier mit dem Geld. So, holographische Globen. Aber wenn ich den da hinbaue, kann ich ja kein Bildschirm mehr hinbauen an die Wand, ne? Und das wäre natürlich gar nicht im Sinne des Erfinders. Das heißt, wir müssen diesen Raum hier im Prinzip ein Feld breiter machen. Oder zwei. Finde ich denn das jetzt schnellstmöglich raus? Achso, ja, ich probiere das mal so. So, dann nehmen wir das Ding. Und das hier. Schaufeln die einfach dahin. Hier können wir da auch alle um 1 versetzen. So, dann können wir hier noch einen hinbauen und kriegen wir dann andersrum, so rum. Okay, wir müssen es also um 2 breiter machen. Und das ist gerade so der Platz, den wir hier haben. Ich ist immer verkehrt rum irgendwie. Nee. Ja, und dann passt das hier. Wunderbar. So, dann muss man die hier auch noch irgendwie an die Wand ran tackern. Lassen das erstmal so. Wir bestätigen das hier. Wir gehen zurück auf die Weltkarte. Wir werden das Ding hier auf jeden Fall verbessern. In der Zwischenzeit müsste sich dann auch das andere Zeug bauen. Da gehe ich fest von aus. Also, da haben wir hier für den Moment zumindest alles unter Kontrolle. Ich hoffe, die lassen hier in ihrer Entschlossenheit bald nach. Schlechten sich da rein. Achso. Du hast eine Entschlossenheit von 89, sagst du. Now, who's gotten lost in the big boy? A trap has been triggered. Thank you.
23 immer noch. Na, da gibt's eine Schlägerei. Nicht so gut. Das kriegen die hier draußen nämlich mit, sobald wir die Tür aufmachen. Wunderbar. Ganz toll. Ja, tu das. Und wir haben uns hier dieses Problem super schnell entledigt. Haben wir schon was gebaut? Noch nicht. Wir sind dabei, hier umzudekorieren. Das ist super gut. Dann gehen wir mal nachgucken, ob wir hier direkt ein paar. Wo waren das? Hier war das. Aber da kann man gerade niemanden hinschicken. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ungünstig, meine ich. Das ist schön. So, dann verbessern wir das hier direkt. Da müssen wir hier als nächstes hin. Aber da muss das erstmal ein bisschen abkühlen, würde ich sagen. Was? Eine. Oh, der. Oh, ah, okay. Das war natürlich ein bisschen ungünstig. Das war natürlich sogar super ungünstig. Der hat sich da reingeschlichen, nachdem ich das in Auftrag gegeben habe. Und jetzt müssen unsere Jungs und Mädels da erstmal hinrennen und die Leute hier aufhalten irgendwie. So, wie ist denn das? Die werde ich, glaube ich, alle töten müssen, ne? I need that intruder found minions. Find and kill Blue Saint. I have reports of an intruder in the lair. Kill them. Ach, vielleicht war das sogar ein bisschen unnötig. Das werden wir gleich rausfinden. Ich bräuchte Iris da mal schnell. Iris. Was ist denn der Rest hier? Ach, Dings ist schon da. Und wo ist Iris? Iris Unit responding. Dein Ernst? Ach, Scheiße. Die wichtigste von denen eigentlich, weil die nämlich Alarm schlagen kann, ist ganz da hinten. A criminal network has been upgraded. Okay. A henchman is in danger. Ah, ja, ich weiß. So, da ist Jubei. A henchman is in danger. Er wird hier als nächstes aufhalten. Und da müsste halt wirklich langsam mal Iris da ankommen. Alter, beweg dich! Quatsch doch da nicht mit Touristen. Du hast echt viel Wichtigeres zu tun. Komm schon, beweg dich. Naja, jetzt gibt's hier Panik. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Okay, Minions, ignore Blue Saint. I need you to find and distract that intruder. Dann müssen wir es vielleicht echt anders machen. I want you to distract that intruder, if you can find them.
Dann müssen wir mal gucken, dass wir den Blue Saint irgendwie ein bisschen isoliert bekommen. So habe ich das die letzten Male ja auch gemacht. So, du behältst sie hier aber ein bisschen im Auge, bitte. Das wird jetzt ein bisschen stressig, befürchte ich. So, hier können wir auf jeden Fall Gegenspione hinschicken. Das ist schon mal gut. Und hier auch. Noch nicht. Jetzt labert sie ihn echt zu. Ja, was ist hier los? Was ist hier los? Moment mal, warum hatten wir Panik? Ach scheiße, hier sind Soldaten drin. Okay, dann geht's jetzt wahrscheinlich los, ne? Oder können wir das noch irgendwie ein bisschen abwenden hier? You have a command? Und jetzt wurdest du mit reingezogen, oder was? Die wurden hier reingezogen. So, jetzt bräuchte ich Iris direkt hier. Ah, die ist da mit Schwatzen beschäftigt. So, und den Blue Saint habe ich halt auch ein bisschen aus den Augen verloren. Das ist alles Mist. Da ist er. Ja, gerade war noch gut, ne? Da war der da hinten alleine. So, wir verstecken uns hier so ein bisschen vor den Soldaten. So, du sollst nicht den Unterschlupf patrouillieren, du musst dich hier halt gerade mal ausruhen, bitte. Das ist ein bisschen nervtötend gerade. Eli ist auch schon wieder soweit, oder was? Ja. You hate to see me go, but you love to watch me. Wie geht's dir? Du kannst dich da nochmal hinsetzen, bitte, und die Füße stillhalten. Ja, da hat die Falle mich ausgelöst. So, er hat die Falle da deaktiviert. Auch nicht so cool. Ich hoffe halt, dass seine Handlanger hier irgendwie die Lust verlieren, relativ schnell hier irgendwas zu machen. Ja, das hier klaut nur Können, oder? Ja. Aber Können ist ja auch nicht schlecht zu reduzieren. Ja, absolut ungünstig, dass jetzt Soldaten mit rumhängen. Und dass ich hier niemanden hinschicken kann. Aber kriegen wir schon irgendwie gebacken.
So, wir haben 6 Sendeleistungen über. Das ist nicht genug. Dann müssen wir hier noch ein bisschen ausbauen. Mal sehen, ob das hinpasst. ...164 Energie ein, so ein Ding kostet 30. Na, eins breiter müssen wir es noch machen. Vier kostet mich 120 Energie, das kann ich mir leisten. Da kann ich mir das auch vom Geld her leisten. So ein Ding kostet 25.000, ja, das sind nur 100.000, die ich da ausgebe. Okay, alles easy. Wo ist Iris hin? Die brauche ich unbedingt. Iris Unit, responding. Und wie geht's Jubei? Wo ist Jubei? Speak your mind. Patrouilliert den Unterschlupf, ja, hau mal da vor den Soldaten ein bisschen ab. Moving. Nach dort ungefähr. Awaiting command. Okay, Iris rennt hier rum. Was hast du denn vor? This is not possible. Ich kann ihn irgendwie nicht steuern. Und hier vorne geht's los, oder was? Ja, hier geht's los. I need you to find and kill that intruder now. You have a command? Calculating optimal route. Security lockdown initiating. I'm listening. A wise choice. Ich hoffe, er kommt da irgendwie hin. Speak your mind. I am old. Not stupid. Ja, und jetzt wird das Ganze hier gleich eskalieren, oder? I want Blue Saint located and the best fighters? Jubei will. Imbeciles. I want when you find them. Obwohl, die kann ich. Naja, die gefangen zu nehmen, ist schwierig. I'm listening. Incendio is listening. Ne, die sind nicht so richtig erholt. Da können wir jetzt also nicht weiterhelfen. I want that intruder found and killed. Gut, jetzt eskaliert sie ein bisschen. Identify.
mit dem Ergebnis war halt zu rechnen. Hocken immer noch welche rum. Kannst du ihn mal ranholen? Ja, und du kannst dich erholen. Ja, und da haben wir das auch gleich überlebt. Das ist super gut. Hier kann ich immer noch niemanden hinschicken. Das ist weniger super gut. Warum eigentlich nicht? So, Situation unter Kontrolle, wie es aussieht. Wie hat sich das jetzt ausgewirkt? Na, fast gar nicht. Wir haben auch nicht allzu viele Verluste erlitten. Also, dann kann sich... Oh, sie muss sich gar nicht so sehr erholen hier irgendwie. Ich hoffe, Jubei, ja, er kommt da irgendwann an. Okay, das ging echt. Das hatte ich mir jetzt ein bisschen schlimmer vorgestellt. Ja, aber die Auswirkungen hier tatsächlich sehr vernachlässigbar. Eine Ermittlerwelle ist eingetroffen. Was seid ihr? Stufe 4 Ermittler. Okay, das ist alles in Ordnung. Wie sieht es denn mit der Ausbildung aus? Bei den Täuschungsschergen passiert da eine Menge. Wir haben auch genug Geld. Da habe ich noch Verbindlichkeiten, keine. Wir haben nämlich hier wunderschön gebaut. Ähm, 14, so ein Cluster sind 8, also sind 2 16. Aber gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Side Story begun. So, hier ist es verdächtig leer, aber unsere Jungs und Mädels sind hier quasi schon wieder auf Patrouille. Kannst noch ein bisschen Moral erholen, das ist kein Problem. Du kannst dich auch noch ein bisschen erholen. Ja, erholt euch noch ein bisschen. Wir schauen auf die Weltkarte nochmal, in der Hoffnung. Na, Agent Steel ist im Weg. So, hier das auch noch nicht abgebaut, leider. Darauf warte ich ja gerade noch. So, baut schneller meine Schergen. Ja, ich denke, ich werde dahinter noch eine Reihe bauen müssen. In einer Reihe haben wir hier normalerweise 24. Und ich kriege nur 8 in eine Reihe gebaut. Naja, das heißt, ich habe ungefähr den dreifachen Platzbedarf tatsächlich. Das ist natürlich unschön. Hier gibt's Stress. An intruder.
is in reach. Aber nicht viel Stress. So, irgendwas ist hier noch passiert? Aha. Ja, ich schicke einfach Leute hin, wenn ich die Gelegenheit schon mal habe. Ich meine, je schneller wir Geld bekommen, desto schneller können wir da auf Hologloben umrüsten. A trap has been triggered. Awaiting command. By your command. Hmm? I'm already there. Well, alright. I read you. Responding. Speak your mind. So, jetzt sind hier alle wieder im Einsatz. Die Ausbildung läuft. Als nächstes muss ich dann ein paar mehr Reaktoren wieder bauen. Es nimmt also alles so ein bisschen seinen Lauf. Hier die Forschung könnte mal ein bisschen schneller voranschreiten, finde ich. Warum seid ihr jetzt schon im Lockdown plötzlich? Ach, das war kein Lockdown. Das war... okay. Gut. Wunderbar. Das bedeutet mehr Geld. Wie sieht es denn hier aus? Wie viel bekommen wir denn? 350 alle 5 Sekunden. Und hier bekommen wir 150 alle 5 Sekunden. Das ist also mehr als eine Verdoppelung. Wow. Okay, dann ja, sollten wir auf jeden Fall schneller ausbauen, unsere Kapazitäten. Das ist eine, ja, lohnt sich halt schon, ne? Und dann fühlt sich vielleicht unser Tresorraum auch bald wieder ein bisschen. Müssen wir mal schauen. Kann ich nicht eigentlich schon durch Level 4 Gestein durch hier? Warum nicht? So, wir müssen mal gucken. Der Raum, also brauchen wir oben irgendwie 5, ne? Wir können ihn noch nach oben erweitern. Für mehr Hologloben. Das ist ein... Ups. Ah, hier. Na, Entschlossenheit nur noch 10. Wir sind zu zweit da reingerasselt. Ja, haben beide nur noch 10. Das eigentliche Problem ist, dass uns gleich wieder der Strom ausgeht. Und außerdem geht uns die Zeit aus, stelle ich gerade fest. Das ist natürlich mindestens genauso doof. Ja, dann würde ich sagen, Jungs und Mädels, wie viel Argwohn ist denn hier noch? 26. Die sollen immer schneller abbauen. Ja, dann würde ich sagen, Jungs und Mädels, jetzt für heute war es das dann leider. Schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir die Forschung hier abschließen und mal schauen, was mit dem fliegenden Teppich abgeht. Macht's gut, bis dann, habt einen wunderschönen Tag. Ciao.